und sie wird 20. Das sind schon wieder nur Wellen und keine Locken. Das war auch sehr, sehr schön. Da gab es auch noch ein paar Geschenke. Ich wollte euch ja noch meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon woanders, also nicht zu Hause. Wow. Wie ihr gesehen habt, bin ich mit dem Zug wohin gefahren. Und zwar hat eine sehr, sehr gute Freundin von Svea und mir übermorgen Geburtstag. Und sie wird 20 und deswegen sind wir sie jetzt besuchen gefahren. Genau, wir feiern zusammen ihren Geburtstag rein. Und am Samstag geht es dann aber auch direkt schon wieder nach Hause, denn da ist auch Heiligabend, also sehr tatsächlich ein Heiligabend-Geburtstag. Aber genau, wir wollten schon immer sie zu ihrem Geburtstag besuchen und mit ihr zusammen einen Geburtstag reinfeiern. Und jetzt haben wir es dieses Jahr endlich mal geschafft. Ich wollte euch die nächsten Tage mal ein bisschen mitnehmen. Vielleicht auch noch die Weihnachtstage mal schauen. Ja, wollt ihr jetzt dazu kommen oder nicht? Ist so riesig. Das ist Leonie. Guten Tag, Menschheit. Ach nee, das ist mir schon wieder unangenehm. Können wir das wiederholen? Guck mal, unsere Socken sind fast gleich. Wir haben die gleichen Socken an. Guten Morgen. Bei uns ist der nächste Tag angebrochen. Wie man unschwer hören kann, meine Schwester und Leonie sind schon fleißig am Vorbereiten. Wir haben uns gerade fertig gemacht und haben schon hier Luftballons aufgehängt. Beziehungsweise sind noch dabei, denn heute Abend feiern wir ja in ihren Geburtstag rein. Und deswegen machen wir hier alles noch schön, schmücken ein bisschen, backen gleich noch den Kuchen zu Ende. Und ja, dann müssen wir es nachher noch zu Ende fertig machen. Und dann kann es auch losgehen. Ich wollte euch nochmal ein kurzes Update geben, denn wir haben uns jetzt alle fertig gemacht. Wir haben auch Locken gemacht. Nur bei mir halten die Locken einfach immer nicht. Ich habe die vor, glaube ich, einer Stunde gemacht oder so. Und das sind schon wieder nur Wellen und keine Locken. Also, ja, bei mir halten die irgendwie immer nicht. Ich weiß nicht, ob das an den langen Haaren liegt, aber eigentlich, keine Ahnung. Haben wir gerade noch ein bisschen Fotos hier gemacht. Also, sie wird 20. Deswegen hängt da 20. Also, hängt die Zahl 20 da. Ich glaube, das hast du in diesem Vlog schon fünfmal erwähnt, dass ich 20 werde. Da ist sie. Auch schick, ne? Sie macht gleich Musik an und dann kommen gleich auch schon ein paar Gäste. Meine Schwester möchte sich bestimmt auch nochmal zeigen. Sehen aus wie Drillinge, oder? Bei uns ist jetzt der nächste Morgen angebrochen. Wir haben gestern Abend schön in den Geburtstag reingefeiert, haben jetzt gerade noch gefrühstückt. Ihre Großeltern sind auch gekommen und jetzt haben wir gerade noch ein bisschen aufgeräumt. Und Svea und ich fahren jetzt auch wieder nach Hause, denn heute Abend ist ja Heiligabend und das wollen wir auch mit unserer Familie feiern. Möchtest du noch verabschieden, Leonie? Leonie möchte sich noch verabschieden. Ja, war schön. Ja, schade, dass du wieder fährst. Schon. Oh. Oh. Willst du fahren jetzt? Gut. Hier ist noch ein Platz in der Mitte. Also der Platz in der Mitte ist frei, Leonie. Komm nicht rüber. Also wir hätten auch einen Platz in der Mitte. Sie könnte theoretisch mitkommen. Möchte sie aber nicht. Möchte sie aber nicht. Geht nicht, leider. Ciao. See you soon. Bei uns ist schon der erste Weihnachtstag. Ich hatte total vergessen noch zu vloggen, als ich zu Hause angekommen bin. Tut mir leid, aber irgendwie habe ich das total vergessen.
weil ich noch irgendwie voll viel zu tun hatte, auch gestern und so. Und also wir sind ja gestern erst nach Hause gefahren, gestern Vormittag, und sind 2:30 oder so zu Hause angekommen. Und dann musste ich noch voll viel vorbereiten und dann haben wir uns auch schon fertig gemacht. Und dann haben wir nämlich Raclette gegessen an Heiligabend und spät dann erst Geschenke ausgepackt, weil unsere Mama noch arbeiten musste und erst spät zu Hause war. Genau, deswegen waren wir auch relativ lange wach. Heute waren wir dann bei meiner Oma. Da gibt es jedes Jahr Ente am ersten Weihnachtstag. Da trifft sich nochmal die ganze Familie, weil Heiligabend feiern wir immer nur im kleinen Kreis. Da kommt immer unser Bruder und eben Svea ist auch gekommen. Ich wohne ja noch zu Hause. Und genau, da feiern wir mal alle zusammen. Und bei Oma am ersten Weihnachtstag kommt dann nämlich die ganze Familie, auch Tante, Onkel, Cousine, Cousin und so. Das war auch sehr, sehr schön. Da gab es auch noch ein paar Geschenke. Und genau, die Geschenke wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Das schaffe ich jetzt aber nicht, denn jetzt packe ich nämlich schon wieder. Aber das erkläre ich euch nämlich alles in einem weiteren Vlog, denn das möchte ich auch vloggen. Genau, wohin es geht, verrate ich euch nämlich noch nicht. Das seht ihr dann im Vlog, also im nächsten Vlog. Aber morgen ist ja noch der zweite Weihnachtstag. Ansonsten wird hier fleißig Koffer gepackt. Genau, und parallel fange ich jetzt schon mit dem neuen Vlog an. Und hier gibt es jetzt noch meine Weihnachtsgeschenke. Und ansonsten, glaube ich, war es das ja auch schon mit den Weihnachtsfeiertagen. Ich wollte euch ja noch meine Weihnachtsgeschenke zeigen, denn es haben auch schon einige danach gefragt, ob ich die nicht zeigen kann. Deswegen dachte ich mir, mache ich das doch einfach mal. Fangen wir mal mit dem Teil an, was hier links neben mir steht. Und zwar muss ich das jetzt auspacken. Ist noch im großen Karton drin und ich weiß nicht, ob man auf dem Karton richtig erkennen kann, was das ist. Hier, man kann nicht unbedingt so viel erkennen, aber ich erzähle euch einfach mal kurz, was da drin ist. Und zwar ist das so eine Erhöhung. Ich packe die einfach sonst gleich mal aus und packe die ja sowieso gleich auf meinen Schreibtisch und dann zeige ich sie euch sonst nochmal, wenn sie da steht. Und zwar habe ich ja ein iMac auf meinem Schreibtisch und das ist sozusagen so eine Erhöhung, wo man dann den iMac draufstellen kann und dann kann man die Tastatur und die Maus drunter packen. Das habe ich mir nämlich gewünscht, weil im Moment, mein Schreibtisch ist nicht ganz so groß, also es ist halt ein normaler Schreibtisch, aber meine Tastatur und meine Maus liegt halt immer davor, sozusagen vorm iMac. Und wenn ich dann aber mal andere Sachen für die Uni oder irgendwas anderes an meinem Schreibtisch machen möchte, dann nervt mich immer diese Tastatur und die Maus, weil ich sie nirgendwo hinpacken kann, beziehungsweise ich könnte sie da an die Seite räumen oder so. Aber wenn ich jetzt diese Erhöhung habe, kann ich es einfach immer da drunter packen und dann ist das gleich viel, viel sauberer und alles viel cleaner, deswegen sehr, sehr cool. Dann habe ich ein Ticket für das Mamma Mia Musical bekommen in Hamburg. Das ist auch direkt jetzt Sonntag schon. Da freue ich mich richtig drauf, weil meine Schwester und meine Mama, die waren da schon und die fanden das richtig cool. Ich liebe ja Musicals und Mamma Mia ja sowieso, deswegen bin ich richtig gespannt. Als nächstes habe ich mir Schlittschuhe gewünscht, weil ich benutze immer die Schlittschuhe von meiner Mama und jetzt habe ich endlich eigene. Und zwar sehen die so aus, richtig cool. So eine Eishockey-Schlittschuhe wollte ich schon vor lange haben. Und ich habe sie noch nicht ausprobiert, deswegen hoffentlich sind die auch geil. Aber ich denke, wir werden demnächst mal in eine Eishalle fahren und dann kann ich die auch ausprobieren. In dem großen Karton habe ich hier von meinem Bruder ein Puzzle bekommen, weil wir in letzter Zeit sehr gerne gepuzzelt haben. Das andere Puzzle, wir haben noch ein zweites Puzzle bekommen. Das ist mit Nordlichtern. Also meine Schwester hat es, glaube ich, schon gepuzzelt. Richtig schwer, aber mal schauen. Ich muss das auch noch puzzeln. Dann natürlich Süßigkeiten. Dann habe ich so eine Schale von Mutella Mio bekommen. Ich finde die richtig, richtig schön. Ich wünsche mir jetzt, glaube ich, immer so ab und zu, immer mal, wenn ich Geburtstag habe oder auch Weihnachten oder so, immer mal ein Stück oder einen Teller, eine Tasse oder sonst irgendwas. Und irgendwann habe ich dann so das Ganze, sag ich mal. Weil sich das in einem zu kaufen, ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Genau, hier oben steht auch noch ganz viel Maschi. Das, hole ich da jetzt nicht runter. Dann habe ich was für meine Kamera bekommen. Ich fotografiere ja sehr gerne, wie einige von euch wissen. Und mache das ja auch hobbymäßig, beziehungsweise habe ja in letzter Zeit auch ein paar Hochzeiten fotografiert. Habe eine alte Kamera und ja meine aktuelle Kamera. Und die alte Kamera nehme ich sozusagen immer als Backup-Kamera. Ich hatte die sonst immer jetzt einfach über der Schulter hängen. Das ist aber ehrlich gesagt scheiße, weil die rutscht dann immer so runter. Deswegen habe ich mir so ein Kameragurt gewünscht. Und ich finde den so, so, so schön. Der sieht so aus, den kann man so wie so einen Rucksack aufsetzen. Ist auch mit meinem Logo hinten drauf. Und
Oh mein Gott, er ist so schön. Ich liebe den. Und ich freue mich schon richtig doll, den auszuprobieren, wenn ich meine nächste Hochzeit habe. Da war auch noch so ein kleiner Handgriff sozusagen dabei. Und dann habe ich von meiner Schwester so ein Töpferset bekommen. Also zum selber töpfern für zu Hause. Dann braucht man keinen Brennofen, sondern das trocknet dann, glaube ich, an der Luft. Und zwar sieht das hier so aus. Das ist lufttrockener Ton. Das werde ich demnächst mal mit meiner Schwester ausprobieren. Und dann kann ich euch gerne nochmal berichten, wie das so geklappt hat. Hier sind auch Farben bei. Also das ist so ein zusammengestelltes Kit, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Womit man dann das sozusagen alles zusammen machen kann. Also sozusagen alles dabei, was man braucht. Ich glaube, das war's. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe noch Socken bekommen. Die sind aber gerade in der Wäsche, weil ich sie schon anhatte. Die kann ich euch leider nicht zeigen, aber es sind ganz normale Nike-Socken. Diese in diesen bunten Farben, die im Moment so im Trend sind. Und ansonsten überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich schon benutzt habe. Aber ich glaube tatsächlich, das war's. Und das ist ja auch nicht wenig. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das alles bekommen habe. Und ich muss sagen, das ist das geilste Weihnachten seit langem, würde ich sogar sagen. Weil die Geschenke echt nice sind und ich freue mich riesig. Und damit beende ich auch diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ansonsten drehe ich auch schon den nächsten Vlog parallel. Der kommt dann auch bald online. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Vlog. Tschüssi!